gefällt mir ziemlich gut. Gehen wir mal in die Lose. Ich habe ihm einfach den Rest gegeben. Kommen wir mal mit. Ist geil. Ist ein geiler Job, ne? Da hocken. Und der Gitarrist. Ich finde den ganzen Job geil. Was wir gerade hier machen, ist Reamping. Wir haben die ganze Gitarre neutral aufgenommen. Und jetzt, wo die Gitarristen weg sind, können wir quasi das Gitarresignal wieder in den Raum hineinschicken. Durch die komplette Effektkette. Und können aber noch einmal ein bisschen tweeten. Wir können die Amps ein bisschen aufreißen, können entscheiden, auch für einen Verse brauchen wir mehr Texture, für einen Chorus muss man es breiter haben. Und das Ganze können wir quasi in der Post-Production machen mit live gespielter Musik. Das ist ziemlich geil. Und dann haben wir alles noch doppelt mikrofoniert. Wir haben das Bändchenmikrofon und wir haben normale Nierenmikrofone dran, dynamische Mikrofone. Okay, so hat es vorher geklungen. Und jetzt Bändchen, oder? Und jetzt kann man das einzelne Gitarrensignal da aussi lassen und alles noch einmal reampen. Also das ist wie wenn du so ein Buffet hast mit ganz vielen Tomätli und Käse und Döderkarötli und so. Dann kannst du sagen, das, ein bisschen mehr von dem darf es heute sein. Das ist schon geil. Aber wir haben null Rauschen. Es ist cleaner, wie wenn wir es nicht reampen. Es ist erstaunlich. Wir haben da eine mega Leitung da rein, wir haben da die Leitungen da durch. Ja. Es ist schon richtig geil. Ist nicht so leicht beim Sänger oder beim Schlagzeuger. Schlagzeuger sollte sich entscheiden, welche Becken er verwendet, weil er hat gerade nicht mehr viel. Sollte das uns nicht zu denken geben? Ich glaube schon.